Wir müssen auf jeden Fall über das Rennen in Monza reden, was zu Beginn sehr, sehr langweilig ausgesehen hat. Oder ja, wurde dann sehr, sehr im Hauptteil sehr, sehr spannend. Am Ende hin dann leider wieder zäh, aber das hat es richtig in sich. Und Roll, ich muss natürlich, ich bin noch ein bisschen außer mir, auch wenn das schon ein Tag her ist. Aber trotzdem, ich finde das sehr, sehr interessant, was da alles so abging und wie so manche Fans reagierten bei manch gleicher Szene andersrum. Aber wir gehen mal beim Start und der war ziemlich, schon ziemlich cool. Ricardo hat den Start für sich entscheiden können, hat Verstappen direkt überholt, auch Hamilton den Start gegen Norris. Und da waren halt die WM-Rivalen wieder zwischen im McLaren-Sandwich drin. Dann kam, wie es kommen musste, Verstappen, Hamilton fahren in die, 4-5er Kurve in Variante della Rocha, fahren sie nebeneinander rein. Verstappen lässt absolut gar keinen Platz und es gab keine Strafe, nicht mal eine Untersuchung, es war kein vorsehender Drive of the Track. Hamilton hat sich nicht beschwert, sonst nichts. Also für mich war es schon sehr grenzwürdig, aber es war noch okay, muss man zugeben. Also beide sehr, sehr spät auf der Bremse und es ist halt dann nur ein Platz für einen. Ein paar Autos weiter hinten, auch Giovinazzi hat einen guten Start, hat sich einen Ferrari geschnappt, wollte sich den zweiten schnappen, hat sich leider verbremst, ist aber so blöd und unglücklich auf die Strecke zurückgekommen, dass er sich dann verhakt oder wollte dann wieder rüberlenken, hat aber anscheinend Sainz, der hinter ihm war, übersehen und ist dann in die Mauer gefahren. Das erste Safety Car war perfekt und natürlich hat dann daraufhin auch Hamilton vorne an der Spitze den Platz gegen Norris wieder verloren. War natürlich komplett unnötig, dieser Fight oder auch diese Aktion von Verstappen, aber er weiß natürlich, ihn muss er hinten halten und mehr nichts. Also ob er jetzt da die 5-7 Punkte oder die 5 oder keine Ahnung 7 Punkte gegen Ricciardo verliert, ist egal. Solange Hamilton hinten hält, weiß er holt trotzdem 2 Punkte oder 3 Punkte mehr als Hamilton halt. Das war halt sehr, sehr unnötig, so ein Manöver. Aber ich muss auch sagen, man kennt nichts anderes von Verstappen. Es ist typisch, wenn er weiß, dass einer zu nah kommt, dann einfach die Brechstange oder halt solche Manöver. Ich erinnere auch noch gern Belgien, Kimi gegen Verstappen, das war ja genauso. Er ist ihm vor das Auto gefahren und so. Das sind so Aktionen, das ist unnötig. Auch Imola zum Beispiel, Hamilton hinter ihm oder fast auf gleicher Höhe, zack, lenkt darüber, dass Hamilton da diese Schikane nehmen muss. Es ist halt einfach typisch Hamilton, typisch Verstappen, muss man sagen. Aber das soll natürlich jetzt kein Hate sein oder so. Das ist halt leider seine Fahrweise, die ein bisschen, oder sagen wir, verbessert hat, aber da ist noch Raum nach oben. Kommen wir in die fünfte Runde. Gasly trifft vor dem Start musste schon Tsunoda wegen Benzindruckproblemen oder Hydraulikdruck musste abstellen. Dann auch in der fünften Runde Gasly, der letztes Jahr gewonnen hat, auch er draußen. Und dann wird es ganz kurios. Im Getümmel, also im Mittelfeld ging es richtig zur Sache, hat einfach Stroll Vettel abgedrängt. Der musste da vom Gas, wäre fast ins Kiesbett gefahren. Aber wie gesagt, das war natürlich auch, das sind so die Aktionen, da denkst du dir, ihr seid Teamkollegen, ihr zwei Idioten. Fährt doch miteinander, nicht gegeneinander. Aber Stroll hat das dann anscheinend anders gesehen. Also das war schon haarscharf. Und dann, alles ins Rollen gebracht hat dann Runde 23. Ricardo stoppt und, Red Bull blufft. Also man hat sich dann ausgeredet, auch Marco und auch Horn haben gesagt, das war, wir haben geguckt, was McLaren macht und machen das Gegenteil. Kann man natürlich im Nachhinein sagen. Ob jetzt das ein Bluff war, dass sie die McLaren reinholen. McLaren weiß man noch nicht, ob McLaren jetzt die richtige oder, wie sie haben gesagt, Plan A, weiß man nicht, ob das Plan A war, aber war anscheinend ein guter Plan, weil eine Runde später hat dann Verstappen natürlich reagiert drauf, hat dann gepusht und es hat halt nicht geklappt, er kommt in die Box rein, 11,1 Sekunden Standzeit, hinten hat was nicht gestimmt, ein Kommunikationsproblem und der Wagenheber, der den Wagenheber betätigt, hat sich nicht ausgekannt und dann kommt, wie es kommen muss, also Hamilton kommt mal vorbei, auch Norris kommt durch und er war dann in der Konstellation natürlich, die noch nicht in der Box waren, war er Vierter, wenn alle in die Box gefahren wären. Zwei Runden später, 26, kommt dann Hamilton rein in die Box.
Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Sie treffen sich, Hamilton fährt raus, ist ein Ticken vor Verstappen, was manche Verstappen-Fans dann sagen. Die Stewards sagen, beim 50-Meter-Schild war K44 eine Spur weiter vorne, eine Spur haben sie nicht gesagt, aber K44 war halt ein Ticken weiter vorne und dann ist er in die Kurve eingelenkt. Er ist halt die normale Ideallinie gefahren, Hamilton, und man kann natürlich argumentieren, er hätte Verstappen Platz lassen sollen. Man kann auch argumentieren, dass Verstappen vielleicht jetzt nicht da unbedingt überholen hätte sollen, aber er wusste natürlich, ich sag, es war schon teilweise Kalkül von Verstappen, weil wenn ich in die Box reinfahre und also wenn ich in die Kurve reinfahre, dann muss mir klar sein, das ist so eine enge Kurve, Kurve 1, also wenn ihr die schon mal gefahren seid, ihr wisst das, selbst beim Start passen da gerade mal so, wenn einer ganz rechts, einer ganz links fährt, zwei Autos rein, und der sticht dann da rein und fährt Hamilton übers Auto drüber. Es gibt dann auch ein Bild mit dem, da ist der Reifen auf den Kopf, also wenn es den Helo nicht gegeben hätte, wär da echt entweder irgendein Nackenwirbel oder so, das hätte bis zum Rollstuhl laufen können. Und dann nur wegen so einem scheiß WM-Fight, also, oder wegen er wusste halt genau, wenn er jetzt Hamilton ziehen lässt, ist es vorbei, er kommt dann nicht mehr vorbei. Er war dann auch, Norris war ja auch hinter beiden, also das wäre dann um den zweiten Platz gegangen. Und der wusste ganz genau, also, nein, Norris wäre vorne gewesen, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Aber er wusste halt ganz genau, entweder ich komme da durch, überhole ihn, die schlechtere Variante, ich fall zurück, oder halt, wir fliegen beide raus. Was halt auch für ihn, weil es ja eine Mercedes-Strecke ist, alles passend gewesen ist und deswegen hatte er da eigentlich, ich will nicht sagen mit voller Absicht, aber vielleicht zu spät gedacht, so huch, das könnte vielleicht nicht funktionieren, aber halt die ganzen Optionen sprechen halt für das Überholen. Ich will halt sagen, für mich war es, die 3-Plätze-Strafe gab es natürlich dann auch für Verstappen, für mich ist es halt, ich will nicht sagen, aber ich sag schon eher so 80-20, also 80% Verstappen, 20 Hamilton, also Hamilton hätte natürlich Platz machen können, aber man weiß genau, warum sollte ich Platz machen, der war hinter ihm und der kommt dann da irgendwie von außen angeschossen und probiert es dann über den Sausage-Körb, das ist eine unnötige Aktion gewesen, wirklich, also, aber wie gesagt, das ist halt leider ein Teil von Verstappens Fahrstil. Ja, dann ging es natürlich in Safety Car, die McLaren waren in der Zwischenzeit auf 1 und 2, dahinter, ich glaube, ein Ferrari, dann noch Perez und Bottas, der hat einen mega Aufholjagd gestartet, wirklich, er musste von 19 starten aus der Box, okay, eigentlich von 18 wäre es ja nur auch nicht gestartet, ist aber trotzdem, der hat da alles rasiert, der hat einen Durchmarsch gemacht und ja, dann ja, kommen wir zur Runde 32, Mazepin gegen Schumacher, ich glaube, da war das Safety Car wieder aus, Mazepin gegen Schumacher, da gab es ein Fail, eine Berührung, also ich weiß nicht genau, die zwei werden keine Freunde mehr und auch in der gleichen Runde noch hat Schumacher, also ich glaube, das war direkt nach dem Restart, hat Schumacher Vettel berührt, das war natürlich auch nicht so optimal, also aber das war halt nur noch erwähnenswerte Sachen, das Highlight war natürlich der Crash oder besser gesagt das Aneinandertreffen der zwei WM-Rivalen, aber auch vorne haben sie sich nichts geschenkt, Ricardo, Norris sagte dann, denkt ihr, es ist besser für mich, es ist besser für uns, was, warte, stopp einmal, denkt ihr, es ist das Beste für uns, wenn ich bleibe, wo ich bin, und das war halt eine Anspielung, jetzt habe ich es richtig, das war halt eine Anspielung drauf, dass er vorbei wollte, er hat doch gesagt, ich könnte viel schneller, wenn ich vor Ricardo wäre, aber bei McLaren ist man Gott sei Dank nicht drauf eingegangen, nicht auf diese angedeutete Stallorder, weil das wäre nicht cool gewesen, auch wenn Ricardo schon 8 Wins bei Red Bull hatte und Norris halt noch keine bei McLaren oder noch keinen in der Formel 1, aber trotzdem, das wäre nicht so cool gewesen. Und Runde 44, dann Mazepin scheidet aus. Ja, der Chaos-Chaot und löste durch den Faust-Zeos. Hat zwar nicht viel dazu beigetragen, auch noch ein paar Runden vorher hat Perez eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, weil er in der Parabolik ja offenbar zu oft abgekürzt ist. Ja, die Track-Limits. Nein, warte mal, stopp mal. Das waren nicht die Track-Limits, ich glaube, das war, weil er einen ich weiß nicht mehr genau, er hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, Bottas, der sich in der Zwischenzeit hinter Perez
gebracht hat. Auf Platz 5 hat es dann tatsächlich natürlich nur durch die Strafe. Er hat es zwar oft genug probiert, hat es aber leider nicht vorbeigeschafft. Für mich war trotzdem Paris, für mich war trotzdem Bottas Fahrer des Tages, weil Bottas einfach ein gutes, super solides Rennen gefahren ist. Und wenn der gestern oder am Samstag halt nicht die Strafe bekommen hätte, dann wäre der locker auf 1 gefahren. Aber so ist es halt zum McLaren Doppelsieg gekommen. Ricardo von Norris, und das nach 11 Jahren Wartezeit und nach 9 Jahren überhaupt, dass er McLaren gewonnen hat, war auf jeden Fall ein sehr spektakuläres Rennen, und ich dachte echt zuerst, das wird ein Schlaftablettenrennen, aber es war schon sehr interessant. Wie fandet ihr das Rennen? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Wir kommen natürlich noch zu den zu der restlichen Aufstellung. Wir kommen natürlich hier zur restlichen Aufstellung. Wir haben Ricardo auf 1, mega super gefahren. Der bekommt auch für mich eine 1. Das war ein super solides Rennen. Ich gehe die Startaufstellung gleich mit den Noten durch. Dann haben wir Norris auf 2, auch super gefahren, eine 1. Also auch sich dazu behaupten. Ich meine, sie hatten natürlich leichteres Spiel danach, aber gegessen war das Ganze nicht, weil auch nach wie vor von hinten Druck kam in Form von Perez, Leclerc, Bottas. Also da waren noch Hochkaräter dahinter. Ja, Bottas auch super gefahren. War fast eine Last to First, aber mit McLaren haben sie, glaube ich, leider nicht gerechnet. Also auch eine 1 auf jeden Fall. Leclerc rettet so ein bisschen die Ehre der Tifusi. Blöd, dass Bottas da vor Leclerc war, weil das wäre natürlich eine Sensation gewesen, wenn noch ein Ferrari auf 3 gewesen wäre. Das wäre dann das perfekte Podium gewesen. Aber trotzdem, solide gefahren, auch eine 1. Perez, für mich eher eine 3, muss ich sagen, weil, ja, das war nichts, Mann. Das war echt scheiße, was der da abgeliefert hat teilweise. Überhaupt da im Sprint auch. Und auch da, ja, auch mit der Strafe und so weiter. Lassen wir es gut sein. Ich will mich da nicht reinreden. Dann kommen wir zu Carlos Sainz. Auch ein super solides reingefahren. Für mich eine 2, weil da ging auch mehr. Er hat zwar viele Fights gehabt, unter anderem immer wieder mit dem gleichen Paris, glaube ich, hat er oft Fights. Und ja, dann Stroll, für mich auch eine... schwierig. Ich tue fast zwischen der 2 und der 3, weil das war auch kein übelst sauberes Rennen. Ich sag mal eine 3 für Stroll. Alonso auch eine 2, super solide gefahren. Er ist, glaube ich, auch nicht mal 12 oder 13 gestartet, das war sehr gut. Dahinter Russell, wieder mal eine Bombenleistung, und er zeigt halt, das war nicht nur eben wegen Mercedes, der zeigt auch, was geht. Für mich auch eine coole Szene, wo Bottas an Russell vorbeigeht. Das war so, fuck you, man. Ich verstehe diese Emotionen zu 100%. Dann Ocon auch super Rennen gefahren, aber naja, ich meine, da gab es so ein Abdrängen gegen Vettel und so weiter. Also ich würde mal sagen, eine 3. Also ja, und dagegen, obwohl von der Leistung her, sagen wir eine 2. Ein Fehler kann jedem mal passieren. Dann Latifi, auch eine solide 2. Vettel war für mich so ein bisschen der Arme des Tages, weil da wurde da wirklich von jeder Seite irgendwie zuerst der Teamkollege, dann Ocon und so weiter. Also auch eine 1 auf jeden Fall, das ist das Trostpflaster. Dann Giovinazzi, ja, für mich der Loser des Tages, eine 4. Ich meine, es ist natürlich blöd, oder halt mit dem Finger zu zeigen, aber na, da verbremst man sich, da ist man zwischen dem Ferrari, verbremst sich viel zu viel, fährt dann drüber, lässt sich, fährt Sainz vors Auto und so weiter. Das war, ich glaube, 5 Sekunden hat er auch noch kassiert für die Aktion. Also das wäre alles nicht nötig gewesen. Dann natürlich noch Kubica, wieder mega gut gefahren. Ich meine, er hat da, glaube ich, nicht das meiste zur Leistung beigetragen, aber für mich trotzdem eine 1. Also der stärkt dann das Auto nach Jahren Pause, also nach ein, zwei Jahren Pause, und fährt da in die Top 15 rein, das ist super. Und natürlich ganz hinten Schumacher, auch eine 2, gut gefahren, aber auch da der ein oder andere Fehler hat sich eingeschlichen. Wie würdet ihr benoten? Schreibt es gerne rein, und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Ich freue mich schon, in 2 Wochen geht's nach Russland, Sochi. Der Krieg zwischen Verstappen und Hamilton geht in die nächste Runde. Es wird ziemlich schwierig, und wir sind natürlich auch hier und natürlich auch auf TikTok dabei. Schaut unbedingt gerne vorbei. Abonniert den Channel, lasst gerne einen Daumen da, und schaut auch unbedingt gerne, wie gesagt, auf TikTok und Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.